Hallo und herzlich willkommen auf Kitebuilders, dem YouTube-Channel von Drachenflieger für Drachenfliegern. Wir befinden uns heute in der kreativen Ecke unseres Drachenhobbys, denn wir schauen an, wie wir einen Drachen kreativ gestalten können. Nein, keine Sorge, die Nähmaschine bleibt heute zu Hause. Alles, was wir benötigen, ist ein Pinsel, Farbe und jede Menge Kreativität. Zunächst einmal stellt sich aber die Frage nach dem geeigneten Motiv. Und ich hatte irgendwie in meinem Kopf gehabt, dass ich eben jeden eigenen Kopf ganz gerne auf einen Drachen bringen möchte. Aber nicht nur das, der Kopf sollte dann auch so aussehen, als ob er gerade aus einem Simpson-Comic entsprungen sei. Nun bin ich zugegeben nicht gerade der größte Künstler, brauchte also Hilfe. Und eben just diese Hilfe habe ich auf der Homepage von Fiverr.com bekommen. Einfach das Selfie nach Asien geschickt und schon nach wenigen Tagen bekam ich meinen fertigen Ralf Simpson zurück. Aber kommt unsere Vorlage eigentlich später auf dem fertigen Drachen richtig zur Wirkung? Nun, das können wir mit Hilfe eines Grafikprogramms wie beispielsweise Photoshop recht einfach überprüfen. Wir nehmen ein Bild eines baugleichen Drachens und markieren zunächst einmal den Innenraum des Drachens. Dieser Innenraum wird entfernt, und zwar so entfernt, dass der Drachen dann durchsichtig erscheint. Auf dem zweiten Plot haben wir unsere Vorlage. Dran denken, was wird der spätere Hintergrund, in diesem Fall grün. Wir kopieren die Vorlage rüber auf das Bild des Drachens. Es entsteht somit ein zweiter Layer mit der Vorlage. Und anschließend justieren wir diese beiden Layers so, dass die Vorlage hinter dem Drachen zum Liegen kommt. Da der Drachen durchsichtig war, erscheint nun unsere Vorlage anstelle des alten Drachenmotives. Ich weiß, das ist ein wenig quick und dirty, aber zum Überprüfen, ob unsere Vorlage auch später im Himmel richtig zur Geltung kommt, ist diese Methode einwandfrei. Sind wir mit unserer Vorlage einverstanden? Ja, dann können wir diese für den späteren Druck vorbereiten. Ich arbeite hierfür immer ganz gern die Konturen heraus, das heißt entferne jegliche Farbe aus der Vorlage. Auch hier hilft wieder Photoshop weiter, indem das farbige Bild zu einem Schwarz-Weiß-Bild transferiert wird. Anschließend entferne ich sämtliche schwarze Umgebungen, sodass dann am Ende nur noch die Umgebungslinien übrig bleiben. Im nächsten Arbeitsschritt übertragen wir unsere fertige Vorlage auf den Drachen. Und hierfür gibt es auch wieder verschiedene Möglichkeiten. Eine ist die mit Hilfe des Beamers. Hierzu projizieren wir unsere Vorlage auf den Drachen und umranden anschließend sämtliche Konturen mit Hilfe eines Bleistifts. Nun hat nicht jeder einen Beamer zur Hand, sodass ich euch noch eine weitere Methode zeigen möchte. Für diese zweite Möglichkeit benötigen wir ein sogenanntes Posterprogramm auf unserem Computer. Dieses Posterprogramm skaliert unsere Ausgangsvorlage in die Größe des Drachens. Das heißt also, wir importieren unsere Vorlage in das Posterprogramm und erzählen dann dem Posterprogramm, wie groß unser späterer Drachen wird. Das heißt also in diesem Fall hier ändere ich die Höhe meines Kopfes von 220 mm auf die 1,15 m, die der spätere Drachen haben wird. Anschließend kann ich angeben, ob ich auf A4 oder auf A3 ausdrucken möchte. Und wie wir sehen, ändert sich das Raster je nachdem, ob A3 oder A4 geprintet wird. Abschließend kann ich dann diese Vorlage an den Printer senden. Das Programm rechnet automatisch meine kleine Vorlage auf die 1,15 Meter des Drachens um. Dies kann ich dann in der Printvorlage nochmal überprüfen. Abschließend wird einfach auf Print gedrückt. Ja, und dann geht der Printer los. Hat der Printer sein Werk vollbracht? Ja, dann sind wir an der Reihe und zugegeben, das ist jetzt ein bisschen Sklavenarbeit. Denn wir müssen jedes einzelne ausgedruckte Blatt zu einem Gesamtdrachen oder besser gesagt zu der Vorlage des Gesamtdrachens zusammensetzen. Unsere Vorlage ist ausgedruckt und zusammengeklebt. Aber bevor wir jetzt endlich an das Bemalen des Drachens gehen können, noch ein paar prinzipielle Bemerkungen. Erstens,
Das Segel. Spindacker ist entweder beidseitig beschichtet, einseitig beschichtet oder gar nicht beschichtet. Prinzipiell können wir sowohl auf die beschichtete als auch auf die unbeschichtete Seite malen, aber wir müssen einiges beachten. Hier im Bild gut zu sehen, auf der rechten Seite ein Strich auf einer beschichteten Seite des Segels. Klar zu erkennen die guten Konturen des Striches. Und dies liegt daran, dass die Farbe einfach nicht durch die Beschichtung hindurchdringen, in das Segel eindringen kann. Aber das ist auch der Nachteil, denn da die Farbe nicht in das Segel eindringen kann, liegt sie nur oben auf der Beschichtung auf. Und wenn der Farbauftrag dann zu dick ist, plättert die Farbe einfach ab. Links dagegen das Malen auf der unbeschichteten Seite. Gut zu sehen, wie die Farbe in das Segel eindringt. Vorteil, hier blättert ganz bestimmt nichts mehr ab. Nachteil, eine scharfe Kontur ist aber auch nicht hinzubekommen. Zweitens, der Farbauftrag. Niemals zu dick mit Farbe auf das Segel gehen, weil es plättert einfach ab. Besser ist es, die Farbe mit Wasser zu verdünnen und dann eben zwei-, dreimal einen Auftrag wagen. Das aber, wie hier im Bild zu sehen, ergibt dann eine schöne gleichmäßige Fläche. Und ja, dritte Bemerkung, ich schummel ab und zu auch mal ganz gern. Schwarze Striche male ich nicht auf, hier nehme ich einfach ein Edding. Nächste Vorbetrachtung, bevor wir mit dem Pinseln beginnen können. Ja, welchen Pinsel nehmen wir denn eigentlich? Und hier habe ich eine große Bitte an euch. Bitte, liebe Leute, nehmt nicht irgendwelchen billigen Kram aus dem nächsten Baumarkt. Es taugt einfach nichts. Pinsel sind neben der Farbe das wichtigste Instrument für unsere Malerei auf dem Drachen. Und nur ein richtig guter Pinsel sorgt dafür, dass später das Motiv auch richtig auf dem Drachen zur Geltung kommt. Ob ihr harte Pinsel oder weiche Pinsel, dicke, dünne, runde oder was weiß ich für Pinsel nimmt, spielt keine Rolle, aber bitte nicht bei der Qualität sparen. Gute Pinsel haben Marderhaare. Ja, das ist ein wenig teurer, aber das Resultat spricht dann für sich. Dann stellt sich natürlich die Qual der Wahl der Farbe. Zunächst einmal, wir benutzen Acrylfarbe. Und wenn man einen Blick auf den Markt wirft, Acrylfarben gibt es zuhauf. Was also ist zu beachten? Nun, das Allerwichtigste ist die Pigmentierung. Je höher die Pigmentenanzahl ist, desto besser ist die Farbe. Und ja, leider ist die Farbe dann auch etwas teurer. Aber verschwendet nicht euer Geld auf billige Farben mit geringer Pigmentierung. Es lohnt sich nicht, denn am Ende ist der Farbauftrag auf dem Drachen viel zu hoch. Für unsere Zwecke eignen sich hervorragend, um nur zwei Beispiele zu nennen, die Aircolor Professional aus dem Haus Schminke, sehen so aus, und dann benutze ich sehr, sehr gerne die Amsterdam-Serie. Und die Amsterdam-Serie gibt es wiederum in zwei verschiedenen Versionen. Die Standard-Serie mit geringer Pigmentierung und die Expert-Serie, auch Artist-Serie mit höherer Pigmentierung. Und innerhalb der Artist-Serie gibt es wiederum drei Segmentierungen zu erkennen an dem Symbol mit dem Viereck auf jeder Tube. Das geschlossene Viereck bedeutet, dass die Farbe deckend ist. Das halbgeschlossene, die Farbe ist halbdeckend. Und das offene Viereck bedeutet, die Farbe ist transparent. Und just diese transparente Farbe oder auch die halbtransparente Farbe benutze ich für meine Drachen sehr, sehr gerne. All den Vorbemerkungen können wir nun endlich an das Bemalen unseres Schmuckstückes gehen. Aber nein, eine Vorbemerkung habe ich dann doch noch. Bitte achtet darauf, dass das Segel möglichst fettfrei ist. Vielleicht ist es sogar eine gute Idee, das Segel, bevor wir mit dem Malen beginnen, noch zu entfetten. Denn befindet sich noch Restfett auf dem Segel, haftet dort die Farbe nicht. Und diese wird dann später abbröckeln und unschöne Flecken entstehen. Das möchten wir ja nun wirklich vermeiden. Also, Segel entfetten, dann die Vorlage unterlegen, das Segel mit Gewichten fixieren, ja, und dann wird jetzt endlich gemalt. Normalerweise fängt man mit der hellsten Farbe an und arbeitet sich dann zur dunkelsten Farbe vor. Aber je nach Motiv gibt es auch davon Abweichungen. Das liegt dann ganz, wie gesagt, am Motiv oder aber auch an dem Maler. Also, los geht's. Viel Spaß beim Malen. Thank you.
So, das war's. Bemalen ist fertig. Jetzt noch das Segel ordentlich durchtrocknen lassen. Stäbe rein, Waage dran. Ja, und dann spricht eigentlich nichts mehr gegen einen wunderschönen Jungfernflug. Also, bis dann auf der Drachenwiese. Tschüss.